sonnige Sendung sollte es werden, aber schon heute Morgen erreichte uns eine Katastrophenmeldung aus Pirna. Die Fleischfabrik brannte dort lichterloh. Viele Beschäftigte rannten ins Freie, doch für drei Menschen gab es keine Rettung mehr. Schon kilometerweit entfernt sah man eine dicke Rauchsäule über Pirna aufsteigen. Dramatische Szenen in der Max-Schwarze-Straße. Die Betriebsangehörigen der zweiten Schicht der Sächsischen Schweiz Fleisch GmbH konnten sich ins Freie retten. Viele von ihnen stehen unter Schock, weil für drei ihrer Kollegen jede Hilfe zu spät kam. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 38 und 45 und einen männlichen im Alter von 33 Jahren. Zwei weitere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Heidenauer Krankenhaus eingeliefert. Mitarbeiter und Angehörige werden von Seelsorgern der Polizei und Pfarrern aus der Umgebung betreut. Insgesamt 124 Feuerwehrleute mit 24 Löschfahrzeugen kämpften gegen die meterhohen Flammen. Wir wurden gegen 8.30 Uhr alarmiert zum Brand auf der Max-Schwarze-Straße. Beim Ankunft der ersten Einsatzkräfte hat sich uns das Bild dargestellt, dass wir eine sehr starke Verrauchung im gesamten Bereich zu verzeichnen hatten. Die genaue Brandausbruchstelle ließ sich aus dem Grund auch nicht lokalisieren. Wir haben dann eigentlich sofort auch weitere Kräfte nachalarmiert, da wir von Anfang an eingeschätzt haben, dass ein größerer Atemschutzeinsatz erforderlich gewesen ist. Nach ersten Ermittlungen war das Feuer nach Schichtbeginn in der Apfel- und Abpackanlage entstanden. Von dort griff es rasend schnell auf die Frittiererei über, in der die drei Opfer gefunden wurden. Bis in die Abendstunden konnte der Brand zwar unter Kontrolle gebracht werden, doch immer wieder flammen neue Brandnester auf. In dem total zerstörten Gebäude herrschen Temperaturen bis 1000 Grad. Das macht eine genauere Untersuchung zur Brandursache derzeit unmöglich. Unterdessen wird der Sachschaden auf mindestens 50 Millionen Mark geschätzt. Auch die Zukunft der über 400 Beschäftigten ist ungewiss. Ja, Fleischfabrik. Rasend schnell breiteten sich die Flammen aus. Als die Feuerwehr anrückte, konnten die Kameraden vor lauter Qualm kaum was erkennen. Blitzschnell stiegen die Temperaturen in der Halle auf über 1000 Grad. Zwei Frauen und ein Mann konnten sich nicht rechtzeitig retten und starben. Einen Tag danach gibt es noch immer viele offene Fragen. Was wird aus den rund 400 Beschäftigten und wie konnte es überhaupt zu diesem Brand kommen? Auch über 30 Stunden nach dem Großbrand dringt noch immer beißender Qualm aus den Ladeluken der Verpackungsabteilung. Trotzdem sind die Ermittler der Kriminalpolizei, die Beamten der Spurensicherung und der Feuerwehr seit den frühen Morgenstunden dabei, die genaue Brandursache zu ermitteln. Und sie sind einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Zu Arbeitsbeginn hat sich ein Betriebshandwerker auf das Dach begeben und sollte dort ein senkrecht in das Dach hineinragendes Vierkantmetall mittels eines Trennschleifers durchtrennen. Dabei ist es zu Funkenentwicklung gekommen und die Zwischendecke in Brand geraten. Dem Handwerker gelang es nicht, das Feuer selbst unter Kontrolle zu bekommen. Rasend schnell breiteten sich die Flammen in der Zwischendecke aus. Mit einem ebenfalls auf dem Dach anwesenden Arbeiter einer anderen Firma hat er sich in die Zwischendecke hineinbegeben, dort starke Rauchentwicklung festgestellt und Flammen. Und zu dem Zeitpunkt war der Brand dann schon aus eigenen Kräften nicht mehr zu löschen. Die drei Mitarbeiter der Frittiererei waren von Flammen und Qualm eingezingelt. Durch Zeugenbefragungen konnten inzwischen auch Spekulationen zerschlagen werden, dass den Opfern der Fluchtweg durch zu früh verschlossene Türen abgeschnitten worden sei. Jetzt muss geklärt werden, ob der Handwerker fahrlässig gehandelt hat und ob die Sicherheitsbestimmungen im Betrieb eingehalten worden sind. Die Stadt Pirna will so schnell wie möglich mit der Geschäftsführung über das Weiterbestehen des Betriebes verhandeln. Ich hoffe, dass alle an diesem Strick am Ende mitziehen, damit dieses größte produzierende Unternehmen für Pirna und 400 Beschäftigte ist ja wirklich ein Unternehmen von einer großen Bedeutung, dass dieses Unternehmen in Pirna weiter Bestand haben wird, produzieren wird. Auch Geschäftsführer Disselhoff will in Pirna bleiben, trotz eines Schadens von 50 Millionen Mark. Wir wollen grundsätzlich an dem Standort festhalten, ja. Wir können das auch nicht verlagern. Die Kapazität haben wir in den anderen Betrieben nicht. Die anderen Betriebe sind genauso wie hier auch ausgelastet. Ein Teil der Beschäftigten wird unterdessen heute per Bus nach Langenfeld bei Leverkusen gefahren. Dort betreibt Hans Disselhoff eine weitere Fleischverarbeitungsanlage, die derzeit auf Dreischichtbetrieb aufgerüstet wird. Wie lange die Kollegen aus Pirna dort arbeiten und ob sie je wieder an ihren alten Standort am Rande der Sächsischen Schweiz zurückkehren, ist bei allem Optimismus bei Geschäftsführung und Mitarbeitern mehr als fraglich.